Herzlich willkommen zur Finanzmarktrunde am 26. Juli 2017. Ein Tag, an dem der DAX ja mal ein bisschen durchatmet, die 12.3 zurückerobert hat und wir Egmont Hei zu Gast haben. Und Egmont, ich weiß nicht, was du als Vorbereitung auf das Webinar gemacht hast. Ich habe mir viele Gedanken machen können heute über die Märkte, habe mir sogar Podcasts angehört. Ich habe heute wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das hinkriege. Ich hatte mir vorgenommen, aus der Region von meinem Vater aus bis nach Frankfurt zu fahren und ich habe es heute wirklich geschafft, 190 Kilometer mit dem Rad zu fahren. Ich bin heute Morgen um 9.20 Uhr los und es gibt irgendwie so Tage, da hat man ja gute Beine und ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich jemals in meinem Leben über 130 gefahren bin. Und eigentlich war der Plan, in Limburg in den Zug zu steigen und den Rest mit dem Zug zu fahren. Aber in Limburg ging es noch gut und dann bin ich bis Bad Camberg und Bad Camberg dachte ich so, naja, Königstein schaffst du noch. Und in Königstein dachte ich, ach komm, jetzt kannst du auch gleich nach Hause fahren. Irgendwie fühlt es sich gut an. Aber ich bin mal gespannt, wie die Beine morgen sind. Vielleicht so wie beim DAX. Bisschen schwer dann. Wie geht's dir in Würzburg? Wie geht's mir in Würzburg? Guten Abend, meine Damen und Herren, erstmal allerseits. Ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Nach meinem Kreuzbandriss vor 2 Jahren ist ja mit Sport jetzt leider nicht mehr so viel bei mir. Ich versuche natürlich schon ein bisschen was zu machen, aber bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Beim Markt, was den Markt angeht, war ich natürlich schon überrascht von dem deutlichen Kursrückgang am vergangenen Freitag. Meiner Meinung nach gibt es dafür einen Hauptgrund und das ist einfach der Verfalltermin. Das einfach Verfalltermin war und da haben meiner Meinung nach ein paar große Häuser den Markt einfach nach unten gedrückt und versuchen jetzt wieder günstig einzusammeln. Also einen fundamentalen Grund für den deutlichen Kursrutsch kann ich eigentlich nicht finden. Wenn man mal das Thema Kartellproblem bei den deutschen Autoherstellern mal außen vor lässt, das habe ich natürlich auch nicht kommen sehen, muss ich auch gestehen, dass da doch eventuell neues Problem auf die Autohersteller zukommen, das habe ich nicht kommen sehen. Aber insgesamt denke ich, der DAX hat einfach deutlichen Gegenwind durch den kräftig gestiegenen Euro. Ich denke, der Euro hat ja doch viele Leute überrascht, dass Draghi einfach am Donnerstag nichts Neues gesagt hat im Endeffekt und dass dementsprechend der Euro einfach weiter gestiegen ist. Das war ja zu erwarten, denke ich, wenn Draghi einfach nichts Entscheidendes sagt. Und das hat natürlich den DAX kurz belastet. Und vor dem Hintergrund muss man einfach sehen, dieser kräftige Euroanstieg, den wir jetzt hatten in den vergangenen paar Wochen und Monaten, das belastet natürlich den Index. Während der weltweite Aktienmarkt, angetrieben vom US-Aktienmarkt, von einem Rekordhoch zum Rekordhoch läuft oder eilt. Und das können wir ja heute alles noch ausführlich debattieren. Bitte, Daniel. Genau, das machen wir auch, Egmont. Und vielen Dank schon mal für die Anfangsworte. Wir können ja mal reingucken, was ich in den letzten Tagen so gemacht habe. Der Juni ist mit einem ganz kleinen Minus rausgelaufen im Wohler-Strategie-Depot. Aber ich hatte ja immer gesagt zu euch, dass mein Hauptziel darin liegt, wenn es nach unten geht, nichts zu verlieren. Das ist meiner Meinung nach 2017 das Hauptziel. Jedenfalls dann, wenn der Markt nicht, also wenn der Markt Richtung 13.000 läuft, dass man dann sagt, Vorsicht, habe ich immer gesagt, rausgehen und den Markt erstmal fallen lassen. Und dann kann man selektiv mal kleine Positionen nehmen. Was habe ich zuletzt gemacht? Man sieht es hier, heute gab es, während ich auf dem Rad war, einen kleinen Take-Profit bei 12.333. Da bin ich den Markt mal ein bisschen reingegangen, einfach weil es mir von der Wohler und vom Bauchgefühl ganz gut gefallen hat in den letzten 2 Tagen, dass ich dachte, okay, man kann mal ein bisschen was probieren. Aber ich denke, das Entscheidende ist, das seht ihr ja auch hier, ich gehe mal auf Seitanmeldung. Wir waren, glaube ich, im Top bei 55,7%, jetzt sind wir bei 55,0%. Also ich glaube, das kann man als nicht nennenswert bezeichnen, was da rausgegangen ist. Und somit ist diese Abwärtsbewegung von 12,59 auf 12,150 waren wir ja, glaube ich, so knapp, unbeschadet am Wohler-Strategie-Portfolio vorbeigegangen. Das soll auch weiter so bleiben. Und hier seht ihr, wie ich momentan positioniert bin. Ganz, ganz kleine und vorsichtige Verkaufspositionen auf die US-Indizes, einfach weil ich noch damit rechne, dass wir eine Korrektur sehen im Sommer, weil ich sie für viel zu teuer halte auf der kurzen Sicht und ich da auch Korrekturpotenzial sehe. Minimum 10% Luft muss da raus, Minimum. So, beim DAX haben wir jetzt 12,59, 12,51, naja, das wären so 6% Pi mal Daumen, die wir da mal abgegeben haben. Das ist schon ganz okay, und da seht ihr auch hier, 3 kleine Positionen habe ich zu unterschiedlichen Kursen eingegangen.
Ich wollte ein bisschen mit einem ganz, 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 ganz kleinen Fuß im Markt natürlich drin sein, aber wirklich auch nur ganz behutsam. Und bei Euro-Dollar habe ich auch gesagt, 1,16,5, 1,17. Ich weiß, ich war eigentlich ein bisschen zu früh skeptisch auf den Euro, muss ich sagen. Ich habe schon bei 1,15 gesagt, das ist mir jetzt zu ambitioniert. Jetzt sind wir doch Richtung 1,17 sogar gelaufen, aber ich glaube auch da, dass wir wenigstens auf das Ausbruchsniveau nochmal einen Rücksetzer bekommen und habe mal eine kleine Position probiert. Den gleichen Gedankengang hatte ich bei Euro britischem Pfund, weil mir da der Chart auch extrem gut gefallen hat bei der 0,90. Das hat sich schon wieder erledigt, weil wollte ich mal antesten und habe dann den kleinen Gewinn mitgenommen. Ja, genau. US-Vola ist unfassbar niedrig. Da bin ich mit einer Mikroposition mal auf die Long-Seite gegangen und Dollar-Yen auf eine kleine Gegenbewegung. Ja, das ist eigentlich so das, was ich an größeren Sachen im Depot habe momentan, und für die nächsten Wochen gilt meiner Ansicht nach umso mehr Kapitalerhalt, Prio 1 über den Sommer kommen, in den USA auf gar keinen Fall Experimente machen, dass man jetzt in Aktien, die gute Quartalszahlen liefern, auf der Long-Seite noch hinterher springt oder reinspringt. Guckt euch die Lufthansa an, guckt euch, was hatten wir noch, Google an. Es reicht nicht, wenn man überragende Zahlen bringt, wenn der Kurs vorher megamäßig gelaufen ist. Die Zahlen von der Lufthansa und der Ausblick waren gut, aber es war einfach die Luft raus aus der Aktie. Fertig. Dasselbe ist im TecDAX Evotec, habe ich vor 2-3 Wochen hingewiesen. Hier hatten wir auch bei uns auf der Seite als entsprechende Trading-Idee. Das war einfach alles viel zu heiß gelaufen. Ne? Und deswegen höchste Obacht, gerade in den USA. Und dann will ich wieder zu Egmont überleiten und ihn aber fragen, wir wollen ja nicht sagen, was man nicht haben soll, sondern auch fragen, Egmont, würdest du jetzt auf dem Niveau vielleicht bei den Autobauern schon wieder was riskieren? Ist dir das überzogen? Was meinst du? Und danach kommt übrigens ein kleines Gewinnspiel. Sorry, das wollte ich eigentlich am Anfang machen. Das machen wir dann sofort. Egmont, bitte. Ja, wie du weißt, war ich ja die ganze Zeit skeptisch zu den Autobauern, weil ich einfach gesagt habe, dass sich der weltweite Automarkt deutlich abgeschwächt hat in den vergangenen Monaten, Wochen und Monaten. Darüber hatten wir oft gesprochen. Üblicherweise sprechen wir ja häufig über den US-Markt, Pkw-Markt. Dabei ist der ja nur der zweitgrößte weltweit. Nichtsdestotrotz will ich auch damit nochmal anfangen. 6 Monate in Folge die US-Autoverkäufe unter dem Vorjahresniveau. Und ich sehe auch jetzt ehrlich gesagt keine Konjunkturerholung in den USA. Man muss sich jetzt natürlich die Daten am kommenden Freitag anschauen zum Wirtschaftswachstum im zweiten Quartal. Ich denke, auch die werden enttäuschen. Wenn ich mal die schwachen Einzelhandelsumsätze anschaue, die schwachen Autoverkäufe, der schwache Häusermarkt, wenn ich mir einfach alles anschaue, dann kann ich einfach mir nicht vorstellen, dass da eine positive Überraschung kommt. Also ich gehe weiterhin davon aus, dass der US-Pkw-Markt weiterhin schwach ist. Das zweite Thema ist natürlich China, hatten wir auch besprochen. Auch da ist der Pkw-Markt im zweiten Quartal leicht unter dem Vorjahresniveau gewesen, was natürlich daran lag, dass am Jahresanfang die Steuern für Fahrzeuge mit weniger als 1,6 Liter Hubraum von 5% auf 7,5% erhöht worden sind. Und dementsprechend drückt es natürlich auf den Absatz. Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass jetzt im zweiten Halbjahr da ein bisschen mehr Bewegung reinkommt, weil ja Anfang 2018 die Steuer auf 10% erhöht werden soll, also auf den alten Wert. Und dementsprechend könnte es natürlich in China ein bisschen eine Belebung geben. Und es wären natürlich gerade gute Nachrichten für einen Konzern wie VW. VW, der 37% seines Absatzes im Endeffekt in China hat. Also ich schaue mir im Laufe des Quartals ganz genau an, welches Unternehmen wo welchen Umsatzanteil, Absatzanteil hat und so weiter. Ich möchte noch mal daran erinnern, Mercedes-Benz Pkw, also die Daimler, macht ungefähr 14% des Absatzes in den USA. Und wenn ich dann gleichzeitig noch das große Lkw-Geschäft hinzurechne, dann macht Daimler insgesamt 25% des Konzernumsatzes, 25% des Konzernumsatzes in den USA, also ein enorm wichtiger Markt. Und umso wichtiger ist natürlich das Thema Euro-Dollar. Da ich davon ausgehe, dass der Anstieg beim Euro weitergeht, denke ich, sind es weiterhin schlechte Nachrichten für die Autobauer. Ich denke, viele institutionelle Investoren, die schauen einfach am Morgen auf Euro-Dollar und wissen dann, ja, ich muss im Zweifelsfall erstmal nochmal die Autos verkaufen. Also es ist natürlich jederzeit möglich, dass es zu einer Gegenbewegung bei den Autos kommt, zumal die ja günstig bewertet sind. Hatten wir ja auch oft davon geschrieben und darüber gesprochen. KGV von 7 ungefähr für Daimler, 7,3, 7,4 für BMW und lediglich 5,5 für Volkswagen. Das heißt, die Autoaktien gehören zu den drei oder vier
günstigsten Aktien im DAX. Im Endeffekt ist nur noch die Lufthansa mit 6,5 dazwischen. Nichtsdestotrotz, das zeigt einfach diese sehr niedrige Bewertung, zeigt einfach, wie viel Skepsis inzwischen in den Autoaktien drin ist. Und deswegen kann da meiner Meinung nach jederzeit eine Gegenbewegung kommen. Ich weiß nicht, wie stark die sein wird, bei 5, 6, 7%. Einfach, weil auch die Aktien schon so weit unter den 200-Tageslinien und so weiter drunter liegen. Das verstehe ich auch alles. Und es ist natürlich toll, wenn man so eine Bewegung, so eine Gegenbewegung mitmacht, zumal man ja heute sich die Daimler-Zahlen anschauen hat können. Nichtsdestotrotz denke ich einfach, es gibt jetzt einfach noch nichts, wo ich sagen könnte, dass sich die Perspektiven für die Autohersteller irgendwie aufhellen. Man muss ja auch nochmal sehen, dass der Automarkt in Europa, wir hatten in der Eurozone, wir hatten letztes Jahr auch ein Boomjahr, irgendwie Wachstum 10%, und da schwächt sich auch das Wachstum deutlich ab. Im Moment sind wir so bei 3%. Also insgesamt, wenn ich mir die ganzen Faktoren anschaue, der schwache Automarkt, Probleme von der Währungsseite und so weiter, und ich weiß auch nicht, was das Thema Kartell da noch kommt, da spekulieren ja auch, der eine Analyst sagt, okay, das kann insgesamt für alle drei Autohersteller vielleicht 500 Millionen Euro Strafe sein, und die anderen sind irgendwie bei 5 Millionen auch enorm unsicher. Aber wie gesagt, insgesamt sind natürlich schon viel von den schlechten Nachrichten in den Aktien drin. Kann man vielleicht mal versuchen, mit einer kleinen Position mal versuchen, vielleicht nach oben zu traden. Aber ich würde weiterhin ganz klar vorsichtig sein. Was man allerdings im Hinterkopf behalten muss, dass üblicherweise ja die Aktien beginnen zu steigen, ungefähr 6 bis 9 Monate, bevor die Nachrichten besser werden. Und das wird ja genau die Schwierigkeit sein, zu bemerken oder mitzubekommen, was könnte sich denn wirklich verbessern. Und vor dem Hintergrund schaue ich weiterhin ganz klar jeden Tag oder jeden Monat die Absatzzahlen an, schaue mir jeden Tag die Währung an, all die Effekte. Bitte, Daniel. Ja, Eigmund, das ist ja im Grunde ein bisschen jetzt der Trick oder die Idee, herauszufinden, was wir bei den Autobauern zu erwarten haben. Wird das eine zweite Causa wie bei den Banken? Das bedeutet, es kommt eine Klage nach der anderen und du kommst analog zur Deutschen Bank dann über 5, 6 Jahre nicht aus dem Schlamassel raus. Das wäre natürlich der absolute Worst Case. Das kann keiner wollen und das wird hoffentlich auch nicht passieren, muss man ja aus Sicht der Autobauer sagen. Fall B wäre, dass es vielleicht eher in die Richtung geht, die VW ja schon hatte. Ich meine, die haben wir auch damals gehört, ja, Pleite und was, weißt du, was da alles kommen sollte. Ich erinnere mich, da wurde sie zweimal runtergequatscht, dann gab es bei der 90 super Einstiegsgelegenheiten und dann war das kurzfristig auf jeden Fall mal eine richtig schöne Erholungsrallye. Und erst danach kam natürlich der zweite Dämpfer jetzt mit diesem Dieselskandal und vor allem mit dem Kartellskandal. Also das müssen wir jetzt erstmal abwarten. Und eins unterscheidet ja natürlich die Autobauer noch gegenüber den Banken. Abgesehen von Strafen läuft das Geschäft ja noch gut. Ich meine, das, was du hast natürlich recht, wenn du sagst, der Automarkt schwächelt, gerade auch in den USA. Wir lesen ja auch immer häufiger. Ich glaube, Eckmann, du warst sogar der Erste, der es geschrieben hat, dass aus dem US-Automarkt eine valide Krise folgen könnte für die US-Konjunktur und auch generell für die Stimmung der Konsumenten und möglicherweise so eine kleine Immobilienblase, halt eben nur diesmal im Autosektor, auch wenn die Volumina nicht so hoch sind, das ist ja klar. Aber nichtsdestotrotz, die weisen ja schon noch gute Gewinne aus, sehr gute Gewinne aus. Und Blick nach China, das hast du ja auch so ein bisschen anklingen lassen. Da scheint im Moment ja alles noch okay zu sein. Eckmund, Nachfrage zu China, weil wir da überhaupt gar nichts mehr von hören eigentlich. Wir haben, ich meine, es ist 15, 16 Monate her, da war China massiv angezählt. Sind alle Probleme da einfach verschwunden oder werden die einfach nicht mehr gesehen? Wie würdest du jetzt mal ganz ohne die zu optimistische Brille, wie würdest du China sehen? Oder was sagst du zu den Problemen, die vor 16 Monaten da waren? Sind die weg, sind die betäubt oder kommen sie wieder? Das Risiko, dass ich eine zu optimistische Brille habe, die ist ja selten bei mir. Dazu bin ich ja, glaube ich, zu realistisch. Vielleicht sage ich nochmal zwei Sätze zu den Autobauern. Was natürlich auch ganz entscheidend ist, dass das Geschäft bei den Autobauern, denke ich, doch unterschiedlich läuft. Wenn man sich gerade die Absatzzahlen für Juni anschaut, für Juni hat er doch ein Daimler ein Absatzwachstum von 10% gehabt, während
VW so bei 4% war, BMW nur noch 2%. Also da merkt man schon die deutliche Verschiebung, bei wem läuft es besser, bei wem läuft es schlechter. Und ich denke, das muss man dann auch im Hinterkopf behalten. Wobei, wie gesagt, der entscheidende Faktor ist natürlich, dass Daimler dieses große US-Geschäft hat. Das ist der entscheidende Faktor, warum meiner Meinung nach Daimler schlechter läuft oder die Aktie schon seit ein paar Wochen schlechter läuft als die von BMW. Und dann komme ich jetzt mal zum Thema China. Ich denke einfach, das Wachstum ist 6,9% für das Q2, etwas über den Erwartungen, 6,8% ist erwartet worden. Wenn die Wirtschaft einfach ein bisschen schwächer läuft, dann werden einfach die Liquiditätsschleusen geöffnet und dann gibt es einfach wieder billiges Geld, dann boomt wieder der Immobilienmarkt. Ich möchte mal daran erinnern, dass die Häuserpreise wieder um 10% steigen, egal wo du schaust, Shanghai, Shenzhen und so weiter. Das heißt, die blasen die Blase einfach nochmal auf und so drehe ich das Spiel einfach immer weiter und die Risiken steigen natürlich immer weiter. Die Verschuldung der Chinesen ist inzwischen bei ungefähr 230% der jährlichen Wirtschaftsleistung, eine enorm hohe Verschuldung. Also ist alles auf Schulden aufgebaut, ist natürlich enorm riskant. Ich möchte noch einmal daran erinnern, die Bilanzsumme der chinesischen Banken war so im Jahr 2008, wenn ich die richtige Zahl im Kopf habe, ungefähr 7 Billionen Dollar, 7 Billionen. Inzwischen sind wir so bei 28, also eine Vervierfachung in 8 Jahren, 9 Jahren. Also ein enormes Risiko, enorm schuldengetrieben und so weiter. Ist einfach nur die Frage, wann die Blase einfach platzt. Aber solange ja die Notenbank das steuern kann, denke ich, das Spiel geht noch eine ganze Weile weiter und für Investoren ist dieses Risiko China einfach völlig vom Bildschirm verschwunden. Und deswegen beachte ich es auch wenig. Aber ich beobachte natürlich die Zahlen weiterhin ganz genau. Was kommt aus China? Wie wächst die Geldmenge? Wie sind die Einzelhandelsumsätze, Industrieproduktion? Das habe ich natürlich schon alles im Auge. Bitte, Daniel. Ja, danke, Edmund. Ich frage halt einfach nach, weil natürlich alle immer auch umtreibt, wo könnten die Störfeuer herkommen. Ich meine, jetzt ist der DAX erstmal ein Stück gefallen ohne US-Märkte. Ich glaube ja immer noch, dass wir noch richtige Probleme kriegen im Sommer, wenn die US-Märkte überhaupt mal anfangen zu fallen. Aber noch sind sie eben am Top. Da gehen wir gleich drauf ein, aber 18.17 Uhr ist es und da will ich mal etwas einbinden und zwar, jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ich das finde. Wir machen nämlich einen kleinen Verlosungsbreak, das wollte ich ja am Anfang machen, habe ich schon angekündigt. Erinnert ihr euch noch an die IONO-Webinare vor 5-6 Wochen? Da gab es diese Vorstellung dieses wunderbaren Signaldienstes, den man sich für 6 Monate sichern konnte. Und weil auch im Sommer die Teilnahme so rege ist und IONO offenbar einfach ein nettes Haus ist auch, kam ich gestern eine Mail, dass 3 meiner Zuhörer einen solchen Signaldienst gewinnen können. Und ich solle mir doch bitte ausdenken, wie ich ein kleines Gewinnspiel machen könnte in die Richtung. Das habe ich jetzt irgendwie mal überlegt. Und Edmund, du darfst leider nicht teilnehmen. Ich auch nicht. Logisch, das ist ja auch ein bisschen einfach. Ich frage mal so, rückblickend auf die letzten 3 Jahre, die 3 schnellsten bekommen jeweils ein solches Abo. Rückblickend auf die letzten 3 Jahre, was glaubt ihr, sind die beiden schlechtesten Rohstoffe am Markt und was glaubt ihr, ist der beste Rohstoff? Los geht's. Bin ich mal gespannt. Na, der Kupferpreis steht ja am 2-Jahres-Hoch, also der kann ja eigentlich nicht der schlechteste sein. Du darfst doch gar nicht mitmachen. Ich mache nicht mit, aber ich gebe einen kleinen Tipp. Ach so. Ist ja durchaus möglich, dass manche oder viele Zuhörer, Zuschauer mehr wissen als ich. Das würde mich auch freuen. Ja, ich gebe ein klein bisschen Zeit, weil es ist nicht ganz einfach und ich war auch etwas verwundert, muss ich sagen, als ich es eben rausgesucht habe. Also auf 3 Jahre, ne? So, jetzt kommt sehr viel Kupfer. Na, ihr liegt noch ein bisschen schlecht. Wir haben einen. Bei den Rohstoffen nimmst du da zum Beispiel auch Platin oder so?
Es gelten alle Rohstoffe, vielleicht das noch, ja genau, es gelten alle Rohstoffe. Energierohstoffe, Edelmetalle, Agrarrohstoffe und Okay. genau, diese Packages. Also, noch eine halbe Minute. Haut rein. Lohnt sich ja. So. Gucken wir mal. Einer schlägt Weißbier vor, das ist aber ein bisschen zu ausgefallen. So, also einen löse ich schon mal auf und da gebe ich schon mal was raus an Michael, der hat nämlich vorgeschlagen, bester ist Palladium. Ich lasse es mal gelten, aber ich sag mal so viel, ich lasse es nur deswegen gelten, weil Palladium der am wenigsten schlecht ist, könnte man sagen. Es gibt auf 3 Jahren ohnehin in der Liste nur super, super wenige, die überhaupt positiv notieren. Also super wenige ist noch geschmeichelt. So, dann kam noch Kupfer. So, das genau. Ja. Das, also ich lasse euch mal durchgehen mit Kupfer und mit Palladium und diejenigen kriegen was. Aber den schlechtesten hätte ich gerne noch, den allerschlechtesten Rohstoff. Kommt, das kriegt ihr hin. Egmont, was wäre dein Tipp? Was ist der schlechteste Rohstoff? Ich könnte mir vorstellen, dass es in Richtung, Richtung Edelmetalle geht. Könnte der Bruder von Palladium sein vielleicht, so die Richtung. Kohle, schreibt Paul. Nein, also ich löse es auf. Ich muss gestehen, auf 3 Jahre Sicht. Ja, ist ein bisschen gemein. Auf 3 Jahre Sicht ist auch eine harte Frage. Okay, letzte Frage. Welches ist der beste Rohstoff auf 1 Jahr? Top die Werte gilt? Der beste? So, jetzt löse ich auf. Einer hat nämlich noch die richtige Antwort gehabt. Also, ich finde, das ist ziemlich überraschend. Schaut euch das mal an. Also, wir haben Öl wirklich extrem mies auf 3 Jahre, Egmont. Das hast du auch nicht auf dem Schirm gehabt. Minus 60, Pi mal Daumen. Und dann hier hat nämlich einer noch am Ende geschrieben, darauf habe ich gewartet, dass da keiner drauf kommt, hat mich gewundert, Erdgas. Erdgas, erinnert euch, hatten wir vor ein paar Jahren mal dieses Problem, dass man das eigentlich gar nicht investieren konnte oder auch nicht handeln konnte, weil wir einen unglaublichen Contango hatten, also steigende Kurse über die Zeitachse. Ich glaube, da war der Contango, Egmont, wir hatten ja immer den, wie heißt der noch gleich, Frank Schallenberger, ein ziemlich guter Rohstoffanalyst von der Landesbank Baden-Württemberg. Das ist so 7, 8 Jahre her, den hatten wir zu Börse-Online-Zeiten immer. Da gab es, glaube ich, mal ein Contango bei Erdgas ein halbes Jahr auf 100%. Das war de facto nicht zu handeln. Das ging gar nicht. Ja, und ihr seht hier, alles, was Energie ist, ist extrem mies. Und ich habe Palladium gelten lassen, weil es um die Nulllinie ist. Auf 1 Jahr ist Palladium sehr gut, aber auf 3 Jahre auch nicht toll. Und das ist vielleicht für die Antizykliker als Idee, wer sich schon immer mal überlegt hat, einen Rohstoffkorb zu basteln, wenn ihr euch das mal anschaut, das ist ja schon sehr feuerrot, auch wenn da ein paar fehlen. Ich habe jetzt mal die Übersicht hier genommen, aber Sojabohnen als einziger eigentlich im grünen Bereich auf 3 Jahre, sonst alles rot. Egmont, das überrascht dich auch, dass da wirklich gar nichts Positives zu finden ist, ne? Ja, wobei ich zugeben muss, dass ich in den vergangenen Jahren schon viele bärische Stories zum Ölpreis geschrieben habe. Also ich glaube, ich hab den Kursrückgang relativ früh erkannt, habe dann auch oft geschrieben, dass es noch viel tiefer geht, als ich vorstellen hätte können. Und jetzt hatten wir gerade so in den letzten paar Wochen eine deutliche Erholung. Jetzt muss man einfach sehen, wie geht es in dem Bereich weiter? Geht die Erholung weiter oder geht der Preis einfach nach unten, weil es doch noch eine enorme Ölschwemme am Markt gibt. Aber es ist natürlich schon enorm, was da passiert ist in dem Bereich in den vergangenen paar Jahren. Okay, am Egmont, wo wir schon dabei sind, ich schreibe mir gleich noch die Mailadressen übrigens auch von euch dreien, die ihr das gewonnen habt. Ayondo meldet sich dann sehr gern bei euch. Egmont, wie siehst du die Chance, dass Franz Georg sagte ja im letzten halben Jahr immer, der schwarze Schwan 2017, das wird ganz klar, oder nicht, das wird ganz klar, aber das könnte Euro-Dollar werden, das ist jetzt passiert. Ich denke, da kann man sich darauf einigen, den Euro so bärenstark hatte 2017, hatten nicht allzu viele erwartet, jedenfalls nicht von den großen Analysten.
Für wie wahrscheinlich würdest du es halten, dass in den nächsten 12 Monaten die Rohstoffe zum schwarzen Schwan werden? Also gibt es aus deiner Sicht eine Chance oder irgendwas Denkbares, dass man sagen könnte, gerade auch die Energierohstoffe könnten deutlich nach oben schießen? Weil da haben wir im Moment so ein Szenario, das mich persönlich ein bisschen stört. Da sind sich auch alle einig. Man sagt, ja, wenn Öl auf den Markt kommt oder wenn Öl zu teuer wird vielmehr, dann kommen die Amerikaner wieder, die können ihr Fracking jederzeit hochfahren, da kommt Druck auf den Preis und dann geht er wieder runter. Gleichsam kann natürlich die OPEC jederzeit sagen, sie fördert wieder mehr. Alles okay. Aber im Grunde genommen zählten diese Argumente, so finde ich, in Teilen auch schon, als wir bei 90 Dollar waren. Da war auch Fracking schon mit am Start, jedenfalls als wir letztes Mal so hoch waren. Und die OPEC gab es auch schon und wir hatten auch schon eine massive Förderkapazität im Nahen Osten. Gibt es was für dich, Egmont, wo du sagst, ich könnte mir was vorstellen, warum bei den Rohstoffen was passieren könnte? Hast du irgendeinen schwarzen Schwan parat da? Mit schwarzer Schwan ist gemeint ein kräftiger Anstieg oder meinst du eher ein Ausbruch? Ja. Nee, ich würde einen Anstieg als solchen sehen. Okay, einen schwarzen Schwan beim Öl zum Beispiel hielte ich für unwahrscheinlich, weil wie gesagt, es gibt enorm große Öllagervorräte weltweit um so und so viel 100 Millionen Barrel über dem 5-Jahre-Schnitt, über dem 10-Jahre-Schnitt. Die US-Fracking-Industrie fährt weiter die Förderung hoch und so weiter. Also etliche OPEC-Mitglieder sind natürlich unter Druck. Die Einnahmen sind natürlich schwächer als erwartet durch den zwischenzeitlich gesunkenen Ölpreis und so weiter. Deswegen halten sich natürlich meiner Meinung nach etliche OPEC-Länder nicht an die Verabredung und dementsprechend versucht natürlich Saudi-Arabien jetzt irgendwie den Preis nach oben zu reden, indem die Saudis sagen, ja, wir kürzen eventuell die Exporte und wir machen dies und jenes. Also das ist natürlich schon viel reden und hoffen. Das Einzige, was ich zuletzt wirklich Spannendes zu dem Thema gelesen habe, war etwas von dem US-Hedgefonds Horseman Capital. Und deren Investment-Profi hat gesagt, was viele Leute nicht beachten würden, ist, dass die Förderquoten in der US-Fracking-Industrie viel schneller sinken würden als erwartet. Also bei den normalen Ölfeldern von den Multis ist es so, ich habe ja 2-3 Jahre steigende Förderung, danach 2-3 Jahre stabile Förderung und in den Folgejahren sinkt die Förderung so um, je nachdem, 3-10% pro Jahr. Das heißt, das Feld läuft ungefähr 20-30 Jahre. Und bei den Fracking-Unternehmen ist es so, ich habe ungefähr 75 Monate steigende Förderung und danach fängt die rapide an zu sinken. Und die Jungs von Horseman Capital haben da geschrieben, dass wenn jetzt quasi keine neuen Bohrtürme bei den Fracking-Unternehmen mehr in Betrieb genommen werden würden, würde die Produktion innerhalb von einem Monat um 300 bis 350.000 Barrel sinken. Also es wäre natürlich ein enormer Rückgang und dementsprechend muss da immer mehr Bohrtürme in Betrieb genommen werden, aktiv gestellt werden, sonst haben wir da Probleme. Also den Beitrag, den fand ich wirklich beeindruckend, den muss ich mir auch nochmal durchdenken. Aber insgesamt denke ich, wir haben eine enorme weltweite Vorräte, dass da irgendwas passieren könnte. Ausnahme wäre natürlich, wenn jetzt irgendwas Überraschendes, zum Beispiel in Venezuela oder so, passieren würde, wenn das Land jetzt komplett den Bach runtergeht und da, ich meine, wir haben im Endeffekt da praktisch Bürgerkrieg, wenn da das Land natürlich ausfallen sollte und natürlich der ganze Öl, das ganze Ölangebot von, weiß nicht, vielleicht eine 500.000 Barrel pro Tag oder vielleicht eine Million, wenn das natürlich komplett verschwinden würde, dann würde das schon zu ein paar Turbulenzen am Ölmarkt führen, denke ich. Aber prinzipiell denke ich nicht, dass wir kräftig steigende Ölpreise bekommen würden. Was mich natürlich interessieren würde, was du denkst, was die US-Notenbank heute macht. Ich denke, das ist das Wichtigste, ein sehr wichtiges Thema und viele Investoren schauen ja ganz, ganz stark auf die Fed. Was macht die Fed weiterhin? Und das könnte natürlich schon auch zu etlichen kräftigen Bewegungen am Markt führen. Viele Investoren haben ja die Sorge. Warte mal, du musst mich mal reinlassen zwischendurch. Das ist ja jetzt aber ein harter Sprung. Grätsch rein. Ein harter Sprung von den Rohstoffen zu Janet Yellen hin, aber vielleicht können wir sie ja auch als schwarzen Schwan mit reinnehmen, denn viele hatten ja vielleicht gedacht, dass Janet Yellen die restriktive Zinspolitik doch schnell wieder einfangen würde, wenn sie merkt, naja, die US-Konjunktur läuft okay, aber nicht überragend. Aber dann fangen wir damit mal an. Ist Janet Yellen für dich fast so eine Art schwarzer Schwan in dem Sinne? Oder ist sie eigentlich als Frau dann ein weißer Schwan? Egal.
Wumpe. Ist sie sowas für dich, wenn man sagt, sie zieht das doch härter durch als gedacht und versucht einfach aus diesem Amt rauszugehen mit dem klaren Signal der Stärke? Man könnte schon wieder weiter diskutieren, es wäre sogar ein schwarzer Schwan, wenn Donald Trump auf einmal doch sagte, oh, ich finde die Frau jetzt super, die darf doch im Amt bleiben. Das hat er ja bei Angela Merkel auch gemacht. Erst fand er sie ziemlich mies und dann ist er hingefahren und fand sie auf einmal ganz cool. Also vielleicht ist er ja da auch flexibel. Wer weiß das schon. Also schwarzer Schwan, Janet Yellen, Egmont, was wird sie machen und was sind deine Erwartungen, vor allem für die nächsten Monate, wichtig für meine Short-Position auf die US-Märkte? Ja, genau. Jetzt spielst du mir natürlich den Ball schnell wieder zurück. Dabei wollte ich deine Einschätzung hören, aber ich sage natürlich gerne meine. Ich hatte in den vergangenen Wochen und Monaten klar gesagt, dass meiner Meinung nach der einzige Grund ist, warum Janet Yellen die Zinsen erhöhen will, ist, dass sie Luft aus der Blase im Aktienmarkt rauslassen will. Ich möchte nochmal daran erinnern, die Inflation in der USA war im vergangenen Monat im Juni auf 1,6% gesunken. Das heißt, es gibt absolut keinen Inflationsdruck in den USA. Wenn Sie woanders was anders lesen, können Sie es vergessen. Also da geht es immer nur um die offizielle Inflation. Die tatsächlich ist natürlich meiner Meinung nach schon wesentlich höher, eher so im Bereich 5-8%. Aber Yellen wird meiner Meinung nach das weiter versuchen. Und deswegen könnte ich mir vielleicht sogar vorstellen, dass sie heute Abend etwas Überraschendes tut und schon klarer signalisiert, was da kommen könnte. Der Markt erwartet ja, dass im Endeffekt die Fed im September bei der Sitzung am 20. ist die, glaube ich, ankündigt, ja genau, am 20. ankündigt, ja, wann kommt jetzt das Tapering genau, wann fahren wir das wie stark zurück und die nächste Zinserhöhung erst im Dezember kommt. Also das ist so die Erwartung der Analysten und ich könnte mir durchaus vorstellen, weil Yellen ist ja im Zugzwang. Die hat jetzt seit Dezember hat sie dreimal die Zinsen erhöht und nichtsdestotrotz läuft der Aktienmarkt von Rekord zu Rekord hoch und dementsprechend sind diese Financial Conditions, was Sie ja überall lesen, oder die Finanzbedingungen, so locker wie im Jahr 2005 letztmals. Und zu diesen Finanzbedingungen gehören natürlich dazu die Hosse am Aktienmarkt, dass die Zinsaufschläge für Unternehmensanleihen im Vergleich zu Staatsanleihen gering sind, dass natürlich der Dollar kräftig gesunken ist gegenüber irgendwie jeder Währung der Welt, Euro, Kanada-Dollar, was weiß ich, Dollar kräftig gesunken ist, was Wirtschaft ankurbelt, aber natürlich und dementsprechend auch die Inflation anheizt. Und vor dem Hintergrund soll solche Beiträge, wenn Sie es irgendwo lesen, zu den Finanzbedingungen, die würde ich unbedingt genau durchlesen. Und wie gesagt, diese sind extrem locker, so locker wie seit 2005 nicht mehr, während die Zinsen quasi in den USA ja quasi mit diesen lächerlichen 1,25%, wo wir im Moment sind, ja quasi um 10-Jahres-Hoch sind. Unglaublich, eine unglaubliche Entwicklung. Und darum wird es spannend sein zu sehen, was sagt Yellen heute. Wenn sie natürlich nichts Überraschendes sagen sollte, und heute ist ja glücklicherweise keine Pressekonferenz, kann ich sagen, weil da wenig Neues meistens rumkommt. Wenn sie nichts Überraschendes tut, denke ich, dass sich dieser Trend am Markt fortsetzen wird. Das heißt, die Rekordwart beim S&P 500 wird trotz der enorm hohen Bewertung, wir sind ja beim KGV 17,7 enorm hoch, weitergehen. Wenn sie nichts Überraschendes tut, werden einfach die aktuellen Trends am Markt weiter so laufen wie in den vergangenen paar Wochen, weil einfach 70-80% des Handels ist einfach Computerhandel, ist Algorithmen, die gegenseitig ihre Aktien und was auch immer kaufen und verkaufen. Das heißt, es ist ganz entscheidend, dass Yellen, wenn sie die Rekordfahrt am S&P 500 brechen will, dass sie irgendwas Überraschendes sagt, um den Markt klar zu signalisieren, ich unternehme was. Im Zweifelsfall soll sie andeuten, was weiß ich, ich erhöhe ich könnte die Zinsen im September um 50 Basispunkte erhöhen oder was auch immer. Also sie muss, sie, wenn sie die Party stören will und da irgendwie, sie will ja unbedingt Volatilität in den Markt einfügen oder einführen. Wir hatten es ja auch besprochen, die Volatilität beim S&P 500 ist am Rekordtief. Rekordtief, muss man sich mal vorstellen. Wir sind bei 9 Punkten, also rekordtief. Und das in einem Umfeld, wo es Trump gibt, wo es all die Probleme gibt, die geopolitischen Risiken gibt, die politischen Risiken in den USA und so weiter. Das macht ja alles wenig Sinn, dass der VIX, Volatilitätsindex für den S&P 500 am Rekordtief ist. Und ich möchte nochmal sagen, nochmal daran erinnern, weil wir es vorhin vom Thema Japan kurz hatten, die Volatilität in Japan ist natürlich auch am 12. oder 13. Jahr tief auch. Das heißt, die Fed muss die Volatilität nach oben treiben und nur das ist die einzige Möglichkeit, wie sie den Aktienmarkt nach unten treiben kann. Und deswegen würde es mich nicht überraschen, wenn sie irgendwas aus dem Hut zaubern und sagt, wir fangen vielleicht schon im September an mit dem Tapern oder so.
oder spätestens im Oktober. Also die Fed muss irgendwas Überraschendes tun. Und ich denke, das haben zu wenig Leute auf dem Schirm. Und deswegen könnte es da eine Überraschung geben heute Abend. Und wenn es wirklich keine Überraschung geht, dann denke ich, geht die Party einfach weiter, dann bestellen wir einfach noch eine Runde Bier und dann feiern wir einfach noch 3 Stunden weiter, weil wir sind am Rekord hoch und sind gut drauf. Und in dem Umfeld, ja, sage ich ganz offen, schau dir mal an, am gestrigen Dienstag sind die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen um 7 Basispunkte von 2,25 auf 2,32 nach oben geschossen an einem Tag. Das heißt, offensichtlich ist da gestern irgendeiner aufgewacht, hat gemerkt, okay, heute ist Fed-Sitzung, jetzt muss ich schnell meine 10-jährige US-Anleihe verkaufen. Das ist natürlich vollkommener Blödsinn, weil ich sie am Wochenende wieder zurückkaufen muss. Wir haben ja nun kein Umfeld, in dem wir kräftig steigende Zinsen haben. Also wenn man mal sagt, man hat bestenfalls seitwärts laufende Zinsen. Also derjenige, der gestern seine 10-jährige US-Anleihen verkauft hat, das kann ich ja nur gar nicht nachvollziehen. Ein Zinsanstieg um 7 Basispunkte an einem Tag, unglaublich. Aber ich denke, dass wenn jetzt heute nichts Überraschendes kommen sollte, dann werden die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen, und ich hatte ja immer gesagt, das ist das Entscheidende, wieder nach unten abdrehen und dann geht die Party beim S&P 500 weiter. Und vor dem Hintergrund sind dann Growth-Aktien weiter gefragt und deswegen bleibe ich auch weiterhin bullish für die FAAMG-Aktien, wie wir es immer gesagt haben. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft, hervorragende Zahlen von Microsoft, Aktie am Rekordhoch, starke Zahlen von Netflix, Aktie am Rekordhoch und natürlich auch Alphabet, die Zahlen von Alphabet, vielleicht 2 Sätze, wenn ich noch darf, ehe du reingrätscht, denke ich, meiner Meinung nach auch gute Zahlen. Das Einzige, wo man wirklich, wenn man lange gesucht ein Haar in der Suppe finden konnte, war dieses so, also wenn du und ich da auf die Klicks drauf oder auf diese Banner da klicken, dann hat einfach Google oder Alphabet da weniger Werbeeinnahmen damit erzielt und der Rückgang war 23% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und dementsprechend wird das Minus von Quartal zu Quartal größer und es beunruhigt natürlich die Investoren kurzfristig, aber auf der anderen Seite habe ich natürlich diesen starken Anstieg bei den Klicks und dadurch habe ich dieses kräftige Umsatzwachstum und vor dem Hintergrund bin ich weiter ganz klar bullish für die Fang-Aktien oder die anderen Aktien, also Wachstum ist weiter gefragt und jetzt wird es natürlich, die Zahlen werden natürlich super spannend, wenn ich anschaue heute Abend Facebook, morgen Abend Amazon, also da wird schon etliches los sein, dann Apple 1. August, Tesla 2. August, Snap-Aktie 10. August, also da kommt jetzt die Party richtig in Fahrt. Bitte Daniel. So, einmal zu viel geklickt. Ja, das ist nämlich auch perfektes Stichwort, Egmont, denn hier sieht man ja nochmal auf dieser wunderschönen Übersicht von Goldman aus ihrem Research, wie wichtig dieses Fünferpaket für den Markt ist. Ich fasse es nochmal ganz kurz zusammen, weil das wirklich das entscheidet, was mit dem Markt passiert. Und 2015 im Sommer, hatte ich schon gesagt, waren diese Aktien, damals konnte man, glaube ich, Microsoft durch Netflix ersetzen, die Auslöser einer Korrektur und gingen dann doch mal ein gutes Stück in die Knie. Man sieht das hier, Year-to-Date Price Performance, Apple 34%, also Kursgewinn auf ein Jahr, Apple 34%, Google 26%, Amazon 35%, Facebook 33%, Microsoft 16%. So, und dann sieht man, wie viel Anteil haben sie damit am S&P, 4,3, 2,2, 2,3, so, und dann vor allen Dingen Anteil an der Bewegung des S&P, 13, 7, 6, 6, so 37% des S&P-Moves gehen allein auf das Fünferpaket. An der Nasdaq 42%. Das muss man sich mal reinziehen. Also das heißt, quasi die Hälfte der Performance machen 5 Aktien. Ein bisschen absurd. Mir wäre das ein Lumpenrisiko als US-Investor, das mir fast ein bisschen übel wird. Aber Egmont, wie siehst du das? Glaubst du, dass diese Abhängigkeit gut ist, weil du einfach sagst, das sind 5 Bombenunternehmen? Oder wie siehst du es? Ich denke, dass die Bedeutung dieser 5 Aktien für den Index deutlich überzeichnet wird. Weil wir haben ja nicht nur einen Kursanstieg bei diesen 5 Werten, sondern wir haben ja einen marktbreiten Kursanstieg. Ich möchte mal daran erinnern, ungefähr 65% der Aktien aus dem S&P 500 liegen über der 100-Tage-Linie und der Anteil ist klar steigend und ungefähr 66-67% der Aktien liegen über der 200-Tage-Linie. Auch da haben wir einen klar steigenden Anteil. Also insgesamt sind natürlich diese 4, 5 Werte enorm wichtig für den Index, weil sie ungefähr für den S&P 500 sprechen wir jetzt mal, weil die 12
12,5% ungefähr derzeit des Indexgewichts ausmachen, 12,5%. Aber nichtsdestotrotz habe ich ja dann immer noch 87,5% des Index, der auch irgendwie laufen muss. Das ist ja dann fast das Achtfache, 7- bis 8-fache. Also da ist ja dann schon noch ein bisschen was wichtig. Und wie gesagt, wir haben einen marktbreiten Aufschwung, was einfach dadurch resultiert, dass diese steigenden Zinsen, die die Analysten oder die Volkswirte am Jahresanfang immer vorhersagen, einfach nicht kommen. Wir haben seit 6, 7 Jahren, sagen immer die Analysten, die Zinsen für 10-jährige Anleihen steigen im Jahresverlauf um 100 Basispunkte. Wenn ich sowas lese, dann schlafe ich fast schon ein mein Kopf fällt auf die Tastatur. Ist aber doch, ist so. Ist leider sehr jedes Jahr so. Und was die einfach nicht berücksichtigen, ist, dass dieser Markt durch dieses ganze Gelddrucken der EZB und der japanischen Notenbank, der US-Notenbank und so weiter so enorm verzerrt ist, einfach nicht von normalen Korrelationen ausgehen kann. Also er hat einfach unerwartete negative Effekte, und der kleinste Zinsanstieg, ich möchte noch mal erinnern, der kleinste Zinsanstieg belastet sofort den US-Häusermarkt enorm, sofort den US-Automarkt enorm und so weiter. Dementsprechend, wir haben dann immer einen kurzfristigen Zinsanstieg, und danach kommen die nächsten Konjunkturdaten, US-Konjunkturdaten, was natürlich nicht so gut ist, weil die sind natürlich ziemlich mies, und danach geht es wieder rückwärts bei den Zinsen. Und wie gesagt, vor dem Hintergrund bin ich wirklich spannend, wie die Daten zum US-Wirtschaftswachstum im Q2 sind. Ich habe jetzt die genaue Zahl für Freitag nicht im Kopf, war es 2,6 oder 2,7%. Ich kann auch noch mal kurz schauen. Annualisiert, ich glaube 2,6%. Und der annualisierte Wert wird ja errechnet, das wissen Sie ja, indem man die Veränderung gegenüber dem Vorquartal mit dem Faktor 4 multipliziert. Aber ich gehe davon aus, dass die Zahlen klar schwächer sind als erwartet, klar schwächer. Und vor dem Hintergrund werden dann die Investoren, 2,6%, werden dann die Investoren meiner Meinung nach wieder 10-jährige US-Anleihen kaufen. Und diejenigen, die noch glauben, dass da irgendwie eine große Steuerreform von Trump kommt, ich glaube, das kann man wirklich vergessen. Er wird versuchen, sich jetzt irgendwas zurechtzubiegen oder zurechtzuhangen. Er wird vielleicht so eine kleine Steuerreform machen, wo er vielleicht sagen wird, okay, wir senken die Steuern mal für 1 oder 2 Jahre, damit er überhaupt mal irgendwie einen Erfolg hat. Wenn man denkt, was er so gesagt hat, vor seiner Wahl oder auch kurz nach der Wahl, sie werden Obamacare quasi über Nacht abschaffen, ja, hat nicht so ganz geklappt. Obama liegt wahrscheinlich irgendwo im Urlaub und lacht sich jeden Tag, wenn er die Zeitung liest, einen Ast. Also so leicht ist das Abschaffen ja auf uns sich nicht. Und außer dass er da irgendwie mit dem Bau der Mauer angefangen hat, so richtig Erfolg hat er Trump jetzt noch nicht gehabt. Den einzigen Erfolg, und das möchte ich wirklich mal sagen, für ihn Erfolg ist, dass er den Dollar so schwach gemacht hat. Und das hatte ich ja Anfang Februar klar gesagt. Sein Ziel wird sein, den Dollar so schwach wie irgendwie möglich zu machen. Wenn sich jetzt den Dollar-Index anschaut, der die Entwicklung gegenüber 6 wichtigen Währungen, also japanischer Yen, Euro, britisches Pfund, Schweizer Franken und so weiter, abbildet, dann ist der enorm schwach. Und das ist der einzige Erfolg, den Trump hat. Aber natürlich profitiert natürlich die US-Wirtschaft indirekt davon, dass sich der Export einfach etwas erleichtert. Und während wir auf der anderen Seite natürlich dann so Unternehmen haben wie eine Bayer oder so, wie eine Bayer, die zuletzt eine Gewinnwarnung abgegeben haben. Und einer der Punkte war, außer dass es jetzt in Brasilien nicht besonders gut läuft, einer der Punkte war, dass wir jetzt Probleme auf der Währungsseite haben. Und vor dem Hintergrund, wie gesagt, schaue ich mal ganz klar die Quartalssaison im Moment an, schaue an, welches Unternehmen wie belastet ist. Möchte nochmal darauf hinweisen, ungefähr 45% des operativen Gewinns von der Deutschen Telekom kommen aus den USA. Das heißt, wenn der Euro jeden Tag gegenüber dem Dollar steigt, das gefällt der Telekom-Aktie wahrscheinlich nicht so gut. Und vor dem Hintergrund, diese Sachen behalte ich ganz klar im Auge, wäre natürlich zum Beispiel ein steigender Euro, wenn das Szenario, das ich erwarte, eintreten sollte und Yellen irgendwie nichts Überraschendes macht oder auch Draghi nichts Überraschendes macht, natürlich gut wäre für eine Lufthansa, dadurch, dass ich einfach auf Euro-Basis weniger für meinen Sprit bezahle, und natürlich auch gut wäre für eine Adidas. Adidas kauft irgendwie jedes Jahr für Milliarden in Asien ein und fast alles wird da auf Dollarbasis bezahlt. Das heißt, auch da ist es gut für eine Adidas. Und dementsprechend, man muss einfach ganz klar gucken, wo sind im Moment, bei welchen Parametern sind einfach die Veränderungen. Habe ich die steigenden Zinsen, dann muss ich einfach schauen, wer profitiert davon, wer leidet darunter. Habe ich steigenden Euro, muss ich einfach das gucken. Und dann tue ich mir beim Trading, glaube ich, ganz, ganz leicht oder läuft es einigermaßen. Bitte, Daniel.
Ja, man sieht bei der Telekom zum Beispiel natürlich, das ist ein bisschen doof gelaufen. Wir hatten da einen schönen Ausbruch nach oben und sind jetzt genau wieder dahin zurückgefallen, wo wir eigentlich seit Anfang 2015 waren, in dieser alten Trading-Spanne, die so zwischen 14 und 17,50 läuft. Ja, sind wir jetzt wieder mittendrin. Lufthansa war unser Short-Tipp vor 2, 3 Wochen. Da habe ich mich gegen dich gestellt, Egmont, aber das war primär auf dem begründet, dass ich gesagt habe, es ist einfach keinerlei Luft mehr für die Aktie. Wir hatten bei Lufthansa, das habe ich gezeigt bei börsengeflüster.de, den weitesten Abstand zur 200-Tagen-Linie. Es war genau das Pendant zu Evotec im TecDAX. Der zweitstärkste Wert war die Infineon. Auch da ist ein gutes Stück Luft rausgekommen. Und dann war eben bei der Lufthansa noch charttechnisch über der 20 irgendwann der Deckel drauf. Das heißt, bei der Lufthansa, für mich war das fast mit Ansage. Ich hatte aber auch Ende letzter Woche gesagt, dann Teilgewinne auf der Shortseite auf jeden Fall mitnehmen. Die Lufthansa hatte dann so die erste Korrekturphase durchaus mal hinter sich. Übrigens, du hast gesagt, Trump hat keine Mauer gebaut oder wenn, dann ist das nicht nachhaltig. Ja, zum Glück sind Mauern nicht nachhaltig, sonst hätten wir nämlich wahrscheinlich weniger Webinar-Zuschauer, müssten auf die aus dem östlichen Teil verzichten und das wäre doch sehr schade. Übrigens habe ich noch einen Nachtrag. Eine Zuhörerin hatte sich beschwert und meinte, ich soll mir Orangensaft mal angucken. Bei unserem kleinen Gewinnspiel habe ich getan, aber Orangensaft ist in der Tat auch bei den richtig mauen Agrarrohstoffen, aber zumindest ziemlich spannend, denn Orangensaft ist unfassbar volatil in den letzten Jahren gewesen, schießt immer mal wieder nach oben aus, dann geht es wieder massiv nach unten, aber ja, einer der Spartenrohstoffe könnte man mal sagen und ja ohnehin unglaublich kompliziert zu handeln, dieses ganze Zeug. Da wollen wir uns doch eher auf die gängigen beschränken. Aber trotzdem, gute Nachfrage und guter Hinweis, kann man ja auch mal drauf gucken. Drauf gucken, als Ergänzung zu den FANGs, Egmont, FANGs, mein Gott, das ist echt ein schwieriges Wort, möchte ich hier die Apple nochmal ins Spiel bringen, denn du hast ja die Ansicht, dass es bei denen läuft wie Bolle. Hat sich da in deiner Sicht was geändert, Egmont? Nein, ich hatte ja nicht gesagt, dass es da bei Apple läuft wie Bolle. Vielmehr haben die Analysten von JP Morgan die Absatzprognose für das neue Apple iPhone, für dieses OLED-iPhone, quasi eingedampft von 9 Millionen auf 2 Millionen für das September-Quartal. Was ich immer argumentiert hatte, und ich hatte immer gesagt, meiner Meinung nach ist nicht die Fantasie, dass jetzt da das neue iPhone kommt, sondern ich hatte immer gesagt, die Fantasie ist diese extrem, meiner Meinung nach, sehr niedrige Bewertung. Wir sind irgendwo KGV knapp 14 im Moment. Und wenn ich den Netto-Cash von irgendwie $30, Netto-Cash 30 abziehe, dann bin ich bei einem KGV von 11,5. Und im Vergleich dazu ist der S&P 500 bei einem KGV von fast 18. Während Apple $250 Milliarden Cash hat und egal wie lang die Krise ist, die können von ihrem Cash leicht leben und müssen da irgendwie auch gar keine iPhones verkaufen. Also natürlich, ein Großteil des Geldes ist im Ausland, mehr als $200 Milliarden und so weiter, das weiß ich auch. Nichtsdestotrotz kann ich natürlich in der Krise weiter investieren, ich kann die Aktienrückkäufe erhöhen, ich kann mehr Dividende zahlen und so weiter. Und mein Argument war immer, die entscheidende Fantasie für Apple ist nicht irgendwie, dass da jetzt ein neues iPhone kommt. Ich hab sowieso noch nie eins gehabt, muss ich gestehen, sondern wirklich diese günstige Bewertung. Und vor dem Hintergrund bin ich weiterhin ganz klar positiv für Apple. Und ja, wenn jetzt das September-Quartal aus irgendeinem Grund schwächer ausfallen sollte als erwartet, dann wird einfach jeder sagen, okay, dann verkaufen wir das neue iPhone einfach ein Quartal später, statt im September, im Dezember, dann ist das auch okay. Also das Entscheidende ist einfach, dass dieser enorme Cashback, und das ist einer der Gründe meiner Meinung nach, warum der klar für die Fangaktien spricht, weil die einfach auf so große Cashbestände sitzen und dementsprechend bei weitem nicht mehr dieses Risiko haben wie früher. Da möchte ich natürlich mal klar die Amazon ausnehmen, die noch kräftig investieren und so weiter. Natürlich bei weitem nicht so viel Cash haben, klar, und auch enorm hoch bewertet ist und so weiter. Aber jetzt eine Microsoft und so weiter oder eine Google, die richtige Cash-Maschinen sind und wo einfach jedes Quartal der Cash mit dem Schubkern reingefahren wird, da verstehe ich, dass einfach die Volatilität bei so einer Aktie einfach niedrig ist. Weil, wie gesagt, das Geschäft läuft, der Cash kommt rein und ja, und in einem Umfeld, wo die Zinsen einfach niedrig sind oder gar niedrig bleiben, sind halt einfach Wachstumsaktien gefragt, so wie ich es eigentlich in den vergangenen Monaten, glaube ich, oft gesagt habe. Und
Drum ist es ja so unwahrscheinlich wichtig, was sagt Yellen heute Abend, beziehungsweise was signalisiert sie bei ihren nächsten Reden? Bitte, Daniel. Ja, ich möchte trotzdem Daniel. noch. Ja, ich bin da. Ich hatte mich nur stumm geschaltet. Ich möchte Du noch hast trotzdem. den Orangensaft geholt. Nee, ehrlich gesagt, ich hab mir Eiswürfel in Wasser getan und habe einfach einen riesigen Schluck Wasser getrunken. Ich bin, ich glaube, ich bin etwas dehydriert nach der etwas längeren Tour. Aber ich möchte nichtsdestotrotz nochmal auf den Chart von Apple hinweisen und euch auf diese Region 155 bis 160 hinweisen. Meiner Ansicht nach wird das jetzt richtig, richtig tricky da. Und Egmont, mit deiner Einschätzung gebe ich dir recht. Ich könnte noch den Carlo hinzufügen. Super bei den Fangaktien. Jeder hat irgendeinen Berg. Der eine hat einen Zuckerberg, der andere hat einen Cashberg. Das ist ja prima. Aber ich glaube trotzdem, sollte der Ausblick von Apple für das nächste Quartal nicht überragend sein, ist auch diese Aktie Kandidat für mindestens eine 10%ige Korrektur. Einfach weil wir charttechnisch jetzt in eine ganz schwierige Region reinlaufen. Und zum anderen, du hast natürlich recht mit dem Cashberg, aber wenn die können davon leben. Operativ ist das alles kein Problem und für das Unternehmen an sich. Aber du glaubst ja nicht im Ernst, wenn es bei denen schwächeln würde, dass die Investoren dann noch 800 Milliarden Market Cap für die bezahlen würden, wenn es operativ nicht mehr so dolle läuft und sie weniger iPhones verkaufen. Dann würde man das Gleiche sagen wie jetzt, aber natürlich mit einem deutlich niedrigen Bewertungsansatz. Denn das Cash, das ist ja jetzt bekannt, das ist im Kurs drin. Also deswegen, ich finde, Apple müsste schon was draufpacken und wenn sie weiter nach oben wollen, also ganz klar. Und guckt euch hier an, wir haben diese erste Konsolidierung gehabt, da ging es mal wieder Richtung 144 Dollar. Jetzt klopfen wir genau da an, wo wir im Mai waren und ich bin mal gespannt. Also sie müssen liefern, das gilt für alle da. Alle, die so hoch bewertet sind, müssen liefern. Die Resultate müssen stimmen, aber vor allem muss der Ausblick nicht gut sein, er muss überragend sein. Und dann muss ich noch das Glück haben, dass ich mit meinen Ergebnissen in eine Marktphase reinkomme, wo ich nicht sowieso ein bisschen Skepsis habe und angezählt werde. Sonst passiert Modell Lufthansa, es ist eigentlich alles prima und trotzdem gibt es einen mit. SAP war ähnlich, also wenn auch nicht ganz so stark. Also ich, wie gesagt, wir sind bei der Einschätzung wieder ganz nah beieinander, Egmont, aber ich sehe es trotzdem noch schwieriger und ich bleibe dabei. Meine Korrekturziele für den Sommer sind, der DAX wird nochmal unter die 12 gehen. 11,5 würde ich für wünschenswert halten und am US-Markt würde ich auch mindestens 10% Abgabe für wünschenswert halten. Ich glaube auch, dass vielleicht Janet Yellen auch so denkt, denn was passiert denn eigentlich, wenn jetzt die Rallye am US-Markt immer so weitergeht, ununterbrochen? Egmont, ich glaube, da sind wir nah beieinander. Die Blase, die aufgeblasen wird, ist ja immer, die wird ja immer schlimmer. Das heißt, wenn ich nur ein bisschen Verantwortungsbewusstsein habe, dann weiß ich ja, ich gebe immer ein frisches Geld in den Markt oder anders gesagt, ich ziehe zu wenig raus, treibe die Assetpreise, ich treibe die Immobilienpreise, ich treibe die Aktienpreise, ich treibe alles Mögliche, was irgendwie greifbar ist. So. Und sollte ich irgendwann in den nächsten 5 Jahren den Willen haben, eine Veränderung herbeizuführen, dann weiß ich ja, die Fallhöhe ist extrem hoch. Das heißt, es ist doch besser, wenn man sagt, lasst mal ein bisschen Luft aus dem US-Aktienmarkt raus. Das kann ja auch gesteuert passieren. Vielleicht ist es auch schon wieder so ein schwarzer Schwan, dass sich die Notenbanken da auch ein bisschen abstimmen und sagen so, hey, wir sind da sehr teuer, wir sind am Immobilienmarkt sehr teuer. Wir müssen mal ein bisschen zurückkommen, sonst wird es irgendwann richtig blutig. Und deswswegen würde ich das nur für vernünftig halten. Also mir ist ein DAX lieber, der nochmal auf 11,5 runtergeht und dann gemächlich wieder Richtung, was weiß ich, 13.000, 14.000 läuft, als einer, der jetzt auf 15.000 hochknallt und dann auf 10 oder 9 fällt. Also 2007, 2018 davon 8.000 auf 3,6 gefallen. Ich finde solche Phasen eigentlich nicht besonders witzig, es sei denn, man ist Liebhaber von Katastrophenmeldungen und Egmont, wir wissen damals noch aus Redaktionszeiten, wie das da war, da hast du eigentlich jeden Tag nur überlegt, gibt es die Wirtschaft eigentlich in einem Jahr noch und passiert noch was? Und ja, ich weiß auch nicht, ob eine neue Abwrackprämie im Moment so sexy wäre. Also insofern, ja, fände ich das ganz gut, wenn die da ein bisschen vorsichtig vorwärts gehen. Möchtest du noch etwas zu Apple? Ja, bitte. Ich denke, wir haben schon bereits diese konzertierte Aktion bei den Notenbanken. Die hatten wir bereits. Ich denke, da haben wir auch das letzte Mal darüber gesprochen. Draghi hat ja bei dem Notenbankertreffen im portugiesischen Sintra
Ende Juni plötzlich von Reflation gesprochen und hat ja damals zu diesem kräftigen Zinsanstieg geführt, woraufhin auch der DAX unter Druck gekommen ist. Und einen Tag später hatten ja sowohl die englische als auch die kanadische Notenbank dann plötzlich von Zinserhöhungen gesprochen. Und die kanadische Notenbank hat dann tatsächlich am 12. Juni ihren Worten Taten folgen lassen und hat die Zinsen erhöht von 0,5 auf 0,75. Das heißt, ich denke, wir haben bereits diese konzertierte Aktion oder koordinierte Aktion von den weltweiten Notenbanken. Die Frage ist nur, wie schnell können sie wirklich ihr Ziel erreichen? Und eins muss klar sein, die EZB kann nicht wirklich das Ziel haben, dass die Zinsen in der Eurozone kräftig steigen. Ich möchte nicht wissen, was mit den italienischen Anleihen und den griechischen Anleihen und so weiter passiert, wenn man zu einem kräftigen Zinsanstieg in der Eurozone oder Bundesanleihen kommen. Also das möchte ich mir lieber nicht vorstellen. Das heißt, jeder Investor weiß, dass der EZB da im Endeffekt die Hände gebunden sind. Und wie gesagt, in einem normalen Umfeld habe ich immer gesagt, die US-Notbank haben massiv Geld gedruckt und dementsprechend haben sie die Zinsen kräftig nach unten gedrückt. Und wenn sie jetzt das Gegenteil machen, versuchen Anleihen zu verkaufen, dann steigen die Zinsen kräftig. Aber da habe ich mich ja gedreht schon vor ein paar Monaten, weil ich gesagt habe, okay, den Investoren dämmert es einfach, wenn die US-Notenbank einfach weiter an der Zinsschraube dreht, wirkt sie immer weiter die Wirtschaft ab. Das heißt, die Wirtschaft wird immer schwächer. Dementsprechend flüchten Investoren in US-Anleihen und dementsprechend sinken die Zinsen für 10-jährige Anleihen, obwohl die US-Notenbank die Zinsen immer weiter erhöht. Und ich denke, das ist das Szenario, das wir in den vergangenen Monaten gehabt haben. Und das ist auch weiterhin mein Szenario. Wir haben einfach so massive Verwerfungen am Markt, dass man einfach keine normale Reaktion mehr erwarten kann, sondern es gibt immer irgendwelche unerwartete Nebeneffekte. Und das ist einfach das, worüber ich jeden Tag nachdenke. Welcher unerwartete Nebeneffekt könnte als nächstes eintreten? Und umso wichtiger wird es, wie gesagt, was sagt Yellen heute und wie werden die Konjunkturdaten am kommenden Freitag sein. Ich denke, das, was Yellen heute Abend signalisiert, können schon zumindest teilweise signalisieren, wie die Daten am Freitag aussehen. Wenn Yellen signalisiert, jetzt geben wir Vollgas und treten quasi kräftig auf die Bremse, dann könnten die Daten vielleicht am Freitag so etwas besser sein als erwartet. Aber ansonsten denke ich, dass die schwach sein werden. Bitte, Daniel. Ja, es ist immer eine heiße Diskussion, Egmont, auch bei unseren Lesern, ja, bei Feingold Research, die sehr besorgt sind über deine US-Konjunkturskepsis, die immer sagen, ja, aber es läuft doch eigentlich ganz okay und der Arbeitsmarkt läuft doch. Da gab es übrigens deutliches Feedback letztes Mal auf dein Webinar, auf diese schönen Statistiken zu den Arbeitslosenzahlen, denn das war wirklich vielen nicht bekannt in der Dimension. Wir haben es ja im Team danach auch nochmal diskutiert, wie viele Leute da nicht teilnehmen. Und ich denke, da beziehst du ja auch immer drauf, dass du sagst, die US-Konjunktur rumpt nicht derart, wie es zu lesen ist. Weil wenn du, das ist immer verrückt, also ich lese mal, was du im Chat schreibst und ich bin ja da auch nah bei dir in deiner Skepsis, aber dann bekommt man immer die Einschätzung der Analysten von den Banken und da steht eigentlich immer, also Punkt 1 Vollbeschäftigung, Punkt 2 die Konjunkturdaten stark wie immer und US-Konjunktur brummt. Aber du ziehst deine Linie da durch, ich finde das ja durchaus okay. Ja, ich lag ja auch damit nicht ganz falsch. Wie gesagt, das Bemerkenswerte in den ganzen Analystenstudien ist ja, dass da irgendwie das Wort Schulden irgendwie gar nicht auftaucht. Wenn Sie da Studie hast mit 80, 85 Seiten, die schreiben rosiges Szenario Jahr für Jahr über das rasante US-Wirtschaftswachstum und Jahr für Jahr wird irgendwie nichts draus, weil natürlich dieser enorme Schuldenberg natürlich die Wirtschaft enorm bremst und jeder noch so kleine Zinsanstieg natürlich zu massiven Problemen führt. Und so wie es ja ist, wir haben jetzt schon deutliche Ausfälle bei den Autokrediten. Ich denke, die nächsten Ausfälle werden wir bei den Studienkrediten haben. Da sind wir auch schon bei 1,3, 1,4 Billionen Dollar. Also das sind ja alles enorm, enorm hohe Zahlen im Vergleich zu früher, verdoppelt, verdreifacht innerhalb von wenigen Jahren. Und dementsprechend ist natürlich das Risiko enorm groß. Und wie gesagt, meiner Meinung nach ist die US-Wirtschaft schwach und ich wüsste nicht, was da kommen kann. Jetzt muss Trump muss irgendwie jetzt langsam in die Puschen kommen, irgendwie ein Infrastrukturprogramm auflegen oder was auch immer. Aber ich sehe einfach nicht, woher er die Stimmen da bekommen soll, weil er hat sich ja offensichtlich mit den Demokraten verscherzt. Da hat er nicht mehr so viele Freunde und ja, dementsprechend wird es natürlich immer schwieriger für ihn. Ich denke, viel eher könnte das Thema Government Shutdown wieder auf die Tagesordnung kommen, wenn einfach ja, dem Staat innerhalb von 2-3 Monaten das Geld ausgeht, vielleicht so Mitte, Ende September, hat der Mnuchin angedeutet, dass im Endeffekt das Geld ausgehen könnte. Und dann muss man wirklich sehen, dass wir uns einigen. Und dann muss man natürlich auch unbedingt im zweiten Schritt die Schuldengrenze wieder erhöhen.
Da haben wir ja im Endeffekt jetzt schon etliche Monate nichts gemacht und können dementsprechend keine neuen Schulden machen. Die Amerikaner müssen natürlich die Schuldengrenze wieder erhöhen, dass wir pro Jahr $1 Billion neue Staatsschulden machen können. So ist halt das Geschäft. Das ist das Geschäftsmodell und das bleibt auch erstmal auf absehbare Zeit so. Und ich denke, dieses Risiko, dass es zum Government Shutdown kommen könnte, und das sieht man gerade so bei den Zinsen für 3-monatige US-Anleihen, das ist, glaube ich, gar noch nicht so sehr am Markt eingepreist. Und das muss man dann schon noch mal im Auge behalten, dass da irgendwas Überraschendes kommen könnte. Im Moment sagt jeder Investor, in den vergangenen paar Jahren haben die sich immer irgendwie geeinigt, uns ist immer irgendwie gut geworden. Das ist natürlich auch meine Hoffnung oder meine Erwartung. Nur in den vergangenen Jahren war halt auch nicht Trump Präsident. Ne? Das ist vielleicht schon ein kleiner Unterschied, wie ich da in die Verhandlungen reingehe und so weiter. Und das kann natürlich die Verhandlungen dann ein bisschen erschweren. Bitte, Daniel. Ja, ich füge noch was hinzu, Egmont, was ich eben gelesen habe bei NTV, da möchte ich euch doch darauf hinweisen, denn das ist für mich eine bemerkenswerte Meldung, und vor allem wert, dass wir das hier in der Finanzmarktrunde zum Schluss, da wir gerade 19 Uhr haben, doch aufgreifen, denn die Vereinigten Arabischen Emirate wollen erstmals Öl aus den USA importieren. Also die Amerikaner exportieren Richtung Vereinigte Arabische Emirate und Egmont, wenn man das vor 5 Jahren gesagt hätte, das wäre bestimmt auch als schwarzer Schwan durchgegangen, weil noch von einer Zuhörerin die Nachfrage kam, wie man denn so einen schwarzen Schwan definiert. Definieren ist da immer ein bisschen schwierig, aber das wäre auch ein Beispiel dafür. Also der Fall der Berliner Mauer war natürlich ein klassischer schwarzer Schwan, aber sowas auch hätte man vor 5 oder 10 Jahren gesagt, Araber importieren Öl aus den USA, hätte einen vermutlich jeder für verrückt erklärt, aber durch die neue Fördermethode ist da einfach das jetzt auch möglich und dann geht es einfach mal retour. Egmont. Ja, wie gesagt, wir haben einen starken Anstieg der US-Ölförderung und gerade im Bereich Flüssiggas und so weiter wird schon massiv investiert. Und umso wichtiger ist natürlich, was da im Ölmarkt passiert. Und wenn man sich jetzt zum Beispiel die Zahlen von gestern oder vorgestern von Anadarko Petroleum, einer der Ölanbieter da anschaut, die haben jetzt plötzlich angekündigt, dass sie die Investitionen für dieses Jahr um $300 Millionen senken wollen, weil einfach der Ölpreis zu niedrig ist. Und glaube ich, mit derartigen Aussagen hat im Endeffekt keiner gerechnet, sondern alle haben gesagt, okay, wir haben jetzt den Anstieg bei den Ölpreisen, jetzt erhöhen wir einfach unsere Investitionen und dementsprechend steigt die Förderung. Und wenn es jetzt wirklich dazu kämen sollte, dass einfach die doch zwischenzeitlich gesunkenen Preise dazu führen sollte, dass etliche andere Unternehmen auch nur ihre Investitionen kürzen würden in den USA, dann könnte man durchaus eine Stabilisierung beim Ölpreis haben. Und wie wir es heute zum Beispiel sehen, haben wir ja auch wieder eine kräftige Erholung und einen deutlichen Anstieg beim Ölpreis. Also finde ich alles ziemlich bemerkenswert. Bitte, Daniel. Ja, ist in der Tat bemerkenswert und 19.02 Uhr, da wollte ich mit einer Frage noch mal schließen, Egmont, weil da nehmen wir mal den Dreh zum Beginn, da kann ich auch noch mal ganz kurz auf die Präsentation gehen. Ich wollte mich nämlich dich verabschieden mit einer Frage zum DAX, die so ein bisschen, auch wenn du meinst, dass er stark bleibt und wieder nach oben geht, es wäre eher so eine Frage. Du hast ja am Wochenende auch einen Beitrag geschrieben für NTV, den haben wir ja zusammen erarbeitet, 5 Gründe, warum ein Aktiencrash langsam droht. Da haben wir ein bisschen was aufgelistet, kann sich jeder gerne nochmal nachlesen, ist unter der Überschrift auch bei Google mit Sicherheit zu finden. Jetzt gucken wir mal nochmal final in das Depot rein und ich habe ja gezeigt, wie meine Aufstellung ist. Meine Frage ist aber, würdest du es für problematisch halten, wenn wir so Richtung 11,5 im Sommer gehen und fällst du dann um als Bulle oder wo ist eigentlich deine Grenze für den Markt? Egmont? Eine Grenze sehe ich, ehrlich gestanden. Ja, eine Grenze. Bin noch da, solange bis du mich entlassen hast. Eine Grenze sehe ich natürlich nicht. Ich kann allerdings meine Meinung von heute auf morgen ändern, wenn sich irgendwas an meinem fundamentalen Szenario ändern sollte. Also wenn ich jetzt wirklich den Eindruck haben sollte, die Yellen erhöht jetzt im September um 50 Basispunkte und im Oktober nochmal um 50 Basispunkte und so weiter, irgendwie bei jeder Sitzung oder beziehungsweise Anfang November ist ja erst die US-Notenbank dann wieder dran, dann würde sich das Szenario natürlich völlig auf den Kopf stellen, wenn es auch vor allem dazu käme, dass gleich die Zinsen für 10-jährige US-Anleihen kräftig steigen würden.
Das ist das Entscheidende. Oder wenn jetzt die EZB wirklich sagt, wir kürzen auf 20 und danach auf 0 und danach verkaufen wir sogar italienische Anleihen. Also es hängt einfach ganz massiv an den Notenbanken ab, nachdem ja Trump völlig ausfällt. Und ich möchte nochmal daran erinnern, schauen Sie sich mal die hohe Korrelation an zwischen den S&P 500 und der Bilanzsumme der weltweit führenden drei Notenbanken, also US-Notenbank, EZB und japanische Notenbank. Die Korrelation ist quasi bei 90%. Schauen Sie sich mal an, die Korrelation zwischen den Nasdaq 100 oder dem Nasdaq insgesamt und den drei Notenbanken. Da sind wir genauso bei 90%. Das Gleiche gilt für den weltweiten Aktienmarkt. Das heißt, das ist das absolut, absolut Entscheidende. Und wie gesagt, wenn mein Szenario so richtig ist, dass gerade die EZB und die japanische Notenbank weiter kräftig drucken, und die US-Notenbank einfach nicht schafft, die langjährigen Zinsen nach oben zu bringen, dann geht einfach die Party noch etwas weiter und die weltweit größte Blase, die wir je am Aktienmarkt hatten, die wird einfach noch weiter aufgeblasen. Das ist dann so. Und über die Folgen des Platzen, möglichen Platzens der Blase, da denken wir irgendwann andermal drüber nach. Bitte, Daniel. Okay, also kriege ich dich noch nicht so richtig auf der Seite derjenigen, die besorgt sind. Aber ich finde das gut. Wir haben wieder eine Menge geschafft im Webinar und wir stehen uns trotzdem in der Schlussfolgerung für den Markt wieder ein bisschen konträr gegenüber. Aber das macht ja auch die Würze aus, finde ich. Also fasse ich nochmal ganz kurz zusammen bei mir. Apple aufpassen, wenn da Zahlen und Verlautbarungen kommen, charttechnisch sehr riskant. Rückblick auf unsere Aktie von vor 4 Wochen, Nordex. Die läuft weiter gegen den Markt, sehr stabil. Da war diese 10er-Untergrenze genau das, worauf man warten konnte. Und die war eben exakt das Gegenteil der Lufthansa. Die war massiv überverkauft, weiter Abstand auf die 200-Tage-Linie vom Negativen her. Also ihr seht, diese 200-Tage-Linien-Abstände. Guckt da bei Börsengeflüster immer gern mal drauf in die Tools. Ich gehe auch immer wieder drauf ein, aber das hilft ganz massiv. Und beim DAX, ja, ich glaube, ab jetzt beginnt die Phase, wo er wirklich daran hängt, wie der US-Markt sich entwickelt. Ich glaube, die originäre eigene Korrekturphase 1, die ist jetzt abgeschlossen und jetzt hängt es einfach davon ab, sehen wir eine deutliche Korrektur in den USA. Wenn die kommt, dann wird es auch den DAX noch ein gutes Stück runterziehen. Steigen die US-Märkte weiter, dürfte sich der DAX erstmal so ab der 12.2 stabilisieren und dann darauf achten, Vola, VDAX, Nu, gehen wir wieder Richtung 12. Die 12 ist dieses Jahr wirklich perfekt, um Short zu gehen. Guckt euch die 12 immer wieder an im VDAX Nu. Es passt einfach wie die Faust aufs Auge. Wenn wir bei der 16 sind wiederum, und das war genau der Fall, als wir jetzt letzten Freitag unter 12.2 kippten, da konnte man wieder in den Markt rein. Es ist dieses Ping-Pong zwischen 12 und 16, das funktioniert sehr, sehr gut. Ja, haben wir doch gut was geschafft. Und da kommt noch ein Dank zu Nordex. Ja, sehr gerne. Und Neueinstieg heute bei Bed Bath & Beyond meldet ein Leser aus Wien, ein Zuhörer, sehr treuer Zuhörer. Ja, vielen Dank noch für den Hinweis, vielleicht für den einen oder anderen interessant. Und vielen Dank fürs Zuhören nach Wien, in den nahen und fernen Osten und wo immer ihr zugehört habt. Und nach Würzburg, an dich natürlich auch, Egmont. Vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Tschüss, bis nächstes Mal. Schönen Abend.